Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem Video zu Destiny und wir schauen uns heute an, wo Xur ist und was Xur so im Inventar hat. Und wie ihr seht, ist hier gerade Halloween Festival, das sieht relativ schick aus, dafür gab es gerade sogar eine Grimoire-Karte und die kann man dann ja nur auf dem, ja, auf der Internetplattform nachlesen, aber was wir jetzt machen ist, wir gehen jetzt mal Xur besuchen. Da vorne blinkt jetzt gerade auch was. Warum das da blinkt? Habe ich da eine Quest? Ich weiß es nicht. Das könnte für das Festival sein. Aber wir gehen einfach mal in die Richtung und besuchen jetzt mal Xur. Er ist also auf dem Turm. Und da vorne sehen wir ihn auch schon stehen. Geradeaus. Wir gucken kurz mal, was hier beim Halloween-Festival los ist. Die sieht ja lustig aus. Fröhliches Festival der Verlorenen. Okay, besuche Leute im Turm und sammle Festival der Verlorenen Süßigkeiten. Genieße das Festival. Das hört sich einfach an. Ja, hier kriegen wir dann irgendwelche Masken oder sowas, Sprechermaske und so. Ja, ist ja witzig. Und verschiedene Shader-Farben können wir uns jetzt hier auch aussuchen. Ja, ich nehme mal hier den grün-silbernen, blauen, den mag ich eigentlich. So, und das ist also das, was es jetzt hier als Belohnung gibt. Wir gehen jetzt aber erstmal weiter Xur angucken, weil das hier können wir uns ja nicht immer anschauen. Das ist ja was ganz zeitspezifisches nur für Halloween. Aber er hier kommt ja jede Woche. Und was hat er denn heute so dabei? Helme. Sieht ja schon mal gut aus. Hier erstmal ein Vermächtnis-Engramm, Spezialwaffe. Okay, exotisch. Und dann ewige 350. Natürlich und du erhältst unaufhaltsam für die Chaosfaust. Okay, dann Intellekt erhöhen, Disziplin erhöhen, praktisch veranlagt. Lakaien der Dunkelheit mit Nahkampfkills zu beseitigen gewährt Bonus Superenergie und Lakaien der Dunkelheit mit Spezialwaffenkills zu beseitigen gewährt Bonus Superenergie. Sinneswandel. Okay, und dann haben wir noch Infusion hier. Stellt jedes Mal Gesundheit wieder her, wenn du eine Lichtsphäre aufhebst. Das finde ich immer ganz gut eigentlich. Gut, unaufhaltsam für die Chaosfaust, ja, ist auch okay, aber da müsst ihr eher einschätzen, ob das für euch was ist. Und 13 seltsame Münzen. Dann gibt es das gleiche, auch nochmal ein Helm für den Jäger. Achlyphagen Symbiont. Achlyphagen Symbiont. Auf jeden Fall sieht er hässlich aus. Und dann der letzte Mann. Goldene Kanone erhält einen zusätzlichen Schuss pro Verwendung. Dann hier Stärke erhöhen, Intellekt erhöhen. Bei Granatentreffer erhältst du Bonus-Superenergie. Lakaien der Dunkelheit mit Spezialwaffenkills zu beseitigen gewährt Bonus-Superenergie. Und Innervation, Bonus-Granatenenergie, wenn Sphären aufgehoben werden. Okay, hier geht es jetzt wirklich was um Granatenehe. Und hier, wie gesagt, Goldene Kanone erhält einen zusätzlichen Schuss pro Verwendung. Das ist dieser, ja, Achlyphagen-Symbiont. Wo kommen die Dinger her? Weiß ich nicht. Jetzt gibt es da noch den Schädel des schrecklichen Amakara. Und den können wir uns jetzt auch ein bisschen genauer anschauen. Ihr seht's. Wow, das ist schon wieder hier so ein Skeletthelm. Letzte Woche war der Hirsch. Diese Woche ist auch wieder so ein Skelett. Ist ja schon cool, ne? Oder? Hat was. Und was hat er denn? Verringerter Schaden bei Einsatz der Nova-Bombe. Verbesserte Energieabzugfähigkeit. Okay. Naja, weiß nicht. Erhöht den Stärkebonus und Intellekt erhöhen und praktisch veranlagt. Lakaien der Dunkelheit mit Nahkampfkill zu beseitigen. Okay, mache ich auch nicht so oft. Und Lakaien der Dunkelheit mit schweren Waffenkill zu beseitigen gewährt Bonus Superenergie. Jo, da muss ich auch halt mal mit dem Schwert öfter unterwegs sein. Naja, Kräftigung, wenn du Sphären aufhebst, erhältst du Bonus-Nahkampfenergie. Ist alles was, wo ich jetzt sage, für einen Warlock, nö, wäre jetzt nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Also, den würde ich jetzt persönlich nicht nehmen für die 13 Münzen, aber das müsst ihr natürlich einschätzen, wenn ihr viel mit Nahkampf macht und auch hier verbesserten Energieabzug wollt. Ja, vielleicht ist es ja was dann für euch. Für mich nicht wirklich. So, und dann haben wir natürlich noch die Waffe, schlechtes Karma. Und
Die hat auch so einen Totenkopf vom Vogel vorne drauf. Und was hat die hier? Die Waffe kann im vollautomatischen Modus abgefeuert werden. Dann natürlich hier verschiedene geringe Rückstoß, Schlagkraftmalus, vorhersehbarer und kontrollierbarer Rückstoß, Reichweitenmalus. Dann hier, die Waffe hat zusätzlich Präzision beim Feuer aus der Hüfte, braucht man nicht zu zielen, ist ja auch nett. Panzerbrechende Geschosse, erhöht Reichweite und Präzision, schwer zu handhaben, verringerte Munitionsfähigkeit und dann Rückstoß dieser Waffe ist extrem gering. Das ist natürlich nicht schlecht, da kann man schön zielen. Dann haben wir hier Fluchfolge. Die Waffe lädt nach jedem Kill sofort nach und verursacht kurzzeitig mehr Schaden. Das hat auch was, ne? Immer schnell aufgeladen und viel Schaden machen ist nicht schlecht. Kills laden deine Super auf. Ha, das hat auch was. So, und dann schmückt deine Waffe mit aufwendigem neuen Design. Wenn wir also Drachenfluch haben, dann können wir ihn hier mit einem, ja, statt einem Vogel, einem richtigen Drachenvieh da vorne drauf packen. In grün, sieht auch nicht schlecht aus. Oder Hudum. Das ist dann einfach auch wieder andere Farben, bisschen mit Spinnennetz und so. Hat auch was. Sehr schön. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Das war so das Inventar, was so sich ändert. Hier unten, das ist ihre Munition oder die drei Münzen und die Glasnadeln, das kennen wir ja alles schon. Und die Farben für ja, ein Fahrzeug für einen Sparrow, den ich bis jetzt noch nicht habe. Ich habe mir einmal das geholt. Ich kann einfach keinen Sparrow finden, der lila ist. Schade eigentlich. Vielleicht habe ich auch irgendwie verpasst, wo es den gibt. So, und wenn es euch gefallen hat, freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Damit sind wir auch schon durch. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter streamen und noch ein paar Kleinigkeiten machen. Vielleicht eine von den Halloween-Sachen hier sammeln. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder zu Sur gehen und vielleicht dann auch so den einen oder anderen Raid endlich mal angehen, wenn ich dafür nicht immer so viel planen müsste, wo die Leute sind und so. Naja, dann macht's mal gut. Bis dann. Bye bye.